Die Familie Dombrowski im Spätherbst. Als wir die sympathische Mutter mit ihren beiden Kindern ein zweites Mal besuchen, geht es Ute Dombrowski bereits viel besser als noch im Sommer. Die 39-jährige Mutter hat durch die Verbesserung ihrer Lebensqualität ihre ganze Familie von der neuen Anwendung überzeugen können. Das Zusammenleben der Familienmitglieder hat sich deutlich entspannt. Allen geht es sichtlich gut. So gut, dass sich die Dombrowskis für sich und ihre Eltern entschlossen, ein Gerät für alle selbst zu erwerben. Also wir haben uns dann tatsächlich innerhalb der Familie entschlossen, ein solches Gerät anzuschaffen, also primär meine Eltern. Und seitdem muss ich sagen, dass ich eigentlich 2 bis 3 Mal die Woche nach wie vor den Sauerstoff inhaliere. Und ich kann nach wie vor immer nur noch sagen, dass ich also keine Kopfschmerzanfälle hatte. Kopfschmerzen liegen bei den Dombrowskis irgendwie in der Familie. Auch die inzwischen 8-jährige Tochter Sarah leidet darunter. Ihre Mutter sähe es natürlich gerne, wenn sie die neue Therapie regelmäßiger nutzen würde. Immerhin hat die kleine Sarah keine Berührungsängste und hat bereits mit der Therapie begonnen. Ja, ich denke, sie sollte es eigentlich regelmäßiger machen, um wirklich zu einem Effekt zu kommen. Sie atmet immer wieder mal ein, aber es ist noch nicht die gewisse Regelmäßigkeit da. Ich denke, rein durch die Intensität der Anwendung kommt man auch zum Erfolg. Sie hat schon viel Kopfschmerzen und sie benutzt es auch und sie sagt mir auch schon mal, wenn sie wieder Druck hat, komm Mama, ich möchte mal atmen. Weil ich auch oft Kopfschmerzen habe. Und dann hat die Mama halt gesagt, dann soll ich das auch mal ausprobieren. Und jetzt hast du das ausprobiert. Wie ist das dann mit den Kopfschmerzen gewesen? Eigentlich besser. Nur das kann man nicht direkt am ersten Tag halt sagen, das ist jetzt super geworden. Man muss das halt schon mal eine Woche oder so warten. Also meine Mutter atmet auch jetzt regelmäßig ein. Die hatte schon seit Jahren Schlafstörungen. Da kann ich nur sagen, sie erzählte mir, dass sie also deutlich besser schläft. Sie wird zwar immer wieder wach, aber sie hat dann die genügende Entspannung, um wieder einzuschlafen. Und mein Vater atmet auch ein. Und ihm geht es eigentlich immer schon ganz gut. Aber er sagt jetzt, er unterliegt nicht mehr solchen Tagesschwankungen, dass er sich besser oder weniger gut fühlt, sondern es geht ihm eigentlich kontinuierlich gut. Gesunde Atemluft. Im Rahmen dieser Therapie wirkt sie bei vielen Menschen so, als ob man ihnen wieder Licht in die Seele gelassen hätte. Sie können buchstäblich wieder neu durchatmen.